Hallo aus Kilmore Abbey and Garden an der Westküste Irlands. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz einfach aus Samen sich selber Pflanzen großziehen kann. Und das machen wir jetzt in unserem restaurierten Glashaus. Wie gesagt, möchte ich euch gerne zeigen, wie man Samen aussieht. Und einer der bekanntesten Sommerblumen, die es wahrscheinlich gibt, ist die Calendula oder auch die Ringelblume. Und dazu habe ich was vorbereitet. Und zwar brauchen wir dazu eine Saatschale. Muss aber nicht so eine professionelle sein. Man kann auch irgendeine Schale, die man zu Hause hat, nehmen. Ganz gut wäre es, wenn sie unten Löcher hätte, damit stehendes Wasser abfließen könnte. Und das sind unsere Samen. Und wie man sieht, sind die Samen relativ groß. Also man kann die ganz einfach mit der Hand aussehen und auch ganz gut zählen. Was nicht immer der Fall ist, wir haben auch ganz kleine Samen. Wir sehen hier über 50.000 Samen jedes Jahr aus. Und demzufolge muss alles auch relativ schnell passieren, sodass wir nicht im Verzug geraten. Aber wie gesagt, jetzt sehen wir Calendula-Samen aus. Dann nimmt man einfach sich eine Schale, wie ich Ihnen gezeigt habe, macht Saaterde rein, die man im Gartencenter bekommt. Die größeren Stücke sammelt man sich einfach raus. Man muss sicherstellen, dass alles relativ eben ist. Und dann haben wir sowas wie ein Sieb und da kann man einfach ein bisschen rübersehen, um die ganze Erde ein bisschen glatter zu machen. Da kann man auch ein normales Sieb, was man in der Küche zum Beispiel hat, verwenden. So, dann nehmen wir unsere Samen und legt die einfach Stück für Stück darauf. Und man sieht schon, die sind auch relativ unförmig. Das zum Beispiel jetzt kein Samen, das ist ein Stück von einer alten Blume vom letzten Jahr. Ringelblumensamen kann man sehr einfach auch selber sich sammeln, wenn die Blüte ja verblüht. Normalerweise müsste man die eigentlich zurücknehmen oder abschneiden. Aber wenn man Samen selber sich sammeln will, lässt man die einfach stehen, bis die Samen sich entwickelt haben. So, ich mache jetzt hier erstmal nicht so viele rein. Normalerweise könnte man hier noch mehr reinmachen. Wenn die Samen in der Saatschale sind, nimmt man einfach wieder ein Sieb, macht ein bisschen Erde rüber, nicht zu viel, das ist ganz wichtig, ungefähr so viel wie die Höhe des Samens entspricht und dann kann man nochmal die Erde ein bisschen andrücken, aber nur ganz vorsichtig und das war es schon. Samen brauchen ungefähr 10 Tage, um zu keimen. Und ich habe jetzt hier Salatpflanzen, die haben wir vor ungefähr 2 Wochen ausgesät. Und man kann sehen, die haben jetzt eine ideale Größe, um getopft zu werden. Und dafür nimmt man sich einfach einen Stab oder auch einen Kugelschreiber oder Bleistift. Das spielt wirklich keine Rolle. Und wieder eine Saatschale, die sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Besteht aus verschiedenen Fächern und da kann man auch zum Beispiel Eierkisten oder irgendwas nehmen. Also ist wirklich egal, wo man das rein pflanzt oder rein sät. Füllt die Erde rein. Ist wichtig, dass man nicht zu sehr die Fächer vollstopft mit Erde, damit die Wurzeln leichte Erde haben, um wirklich sich voll zu entwickeln. So ganz wichtig beim Umtopfen ist, dass man die Pflanze am Blatt anfasst und nicht am Stiel. Wenn man den Stiel nämlich verletzt, dann besteht die Gefahr, dass die Pflanze sich nicht mehr entwickeln kann und abstirbt. Und dann sieht man ganz gut, wie toll sich die Wurzeln hier entwickelt haben. Das ist jetzt wirklich eine ideale Zeit, die umzupflanzen. Macht man sich einfach ein großes Loch, setzt die Pflanze rein. Und das war's schon. So, nachdem wir mit dem Topfen fertig sind, ist es ganz wichtig, ein bisschen zu wässern. Ganz wichtig, nicht zu viel. Lieber öfters und ein bisschen weniger, aber nicht überwässern. Und wir haben halt so eine Spraygun, nennen wir die, mit verschiedenen Einstellungen. Und unsere ist auf Mist. Das heißt, das ist so ein Sprühen eher als Gießen.
Und das war schon. Und das machen wir alle 3 Stunden im Glashaus, weil es relativ warm hier drin sein kann. Eine besonders schöne Pflanze, die auch vielen Kindern gefällt, wäre zum Beispiel die schwarzäugige Susanne, die hier zu sehen ist. Und die Pflanze ist jetzt ungefähr 5, 6 Wochen alt. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob die Pflanze groß genug ist, um rausgepflanzt zu werden, guckt man einfach mal runter, ob die Wurzeln schon durchkommen, was hier momentan noch nicht der Fall ist. Und wenn man die Wurzeln sieht, ist im Grunde genommen die Pflanze fertig, um rauszugehen. Diese Salatpflanzen werden jetzt fertig, um ausgepflanzt zu werden. Die Wurzeln haben sich gut entwickelt. Und es wäre ganz gut, wenn man das Pflanzbeet aufgelockert vorher ein bisschen hat. Man setzt die Pflanzen einfach rein, nicht zu hoch, nicht zu tief. Und es hat gerade angefangen zu regnen, was uns natürlich ganz gut passt. Dann müssen wir nicht so viel anwässern. Später zu viel Regen wäre natürlich auch wieder nicht gut. Daneben könnte man zum Beispiel Calendula oder Ringelblumen pflanzen. Die Pflanzen sind jetzt schon ungefähr 6 Wochen alt, wiederum auch fertig, um ausgepflanzt zu werden. Und die Ringelblume hat den Vorteil, wenn man die zum Gemüse hinpflanzt, dass die gleichzeitig verschiedene Schädlinge abhält und aber auch ein bisschen Farbe natürlich ins Gemüse oder in die Gemüsebeete reinbringt. Wenn man zu viele Wurzeln drin hat, macht man die einfach ein bisschen ab. Und man pflanzt einfach mit ein bisschen Abstand die Calendula bzw. Ringelblumen daneben. Wenn man fertig ist mit den Pflanzen, könnte man auch ein bisschen düngen. Wir haben unseren eigenen Kompost und düngen gar nicht so viel. Aber wir nehmen relativ viel Seegras. Wir sind ja ungefähr mit 2 Kilometer weg vom Meer und haben demzufolge unser eigenes Seegras oder Seaweed, wie man hier in Irland sagt, was ein idealer Dünger ist und gleichzeitig auch den Boden bedeckt. Wir nehmen des Weiteren noch gegen die Schnecken zum Beispiel Kaffeegrund, den wir hier in Kaimor in Massen jeden Tag produzieren. Wenn man den zur Hand hat, gibt es aber auch andere verschiedene Möglichkeiten, um die Schnecken fernzuhalten, sodass man nicht unbedingt Schneckenkorn verwenden muss. Na dann, viel Spaß beim Gärtnern und schöne Grüße aus Irland.